Hallo, da bin ich schon wieder. Mir ist aufgefallen, dass ich das bei jedem Video am Anfang sage. Heute berichte ich euch nur kurz, was ich gegessen habe, denn so viel Neues gibt es nicht, viel ist nicht passiert. Was habe ich gegessen? Ich bin im Moment so ein bisschen, hab im Moment so ein bisschen das Bestreben, schneller zu kochen. Nicht so aufwendig zu kochen, nicht aufwendig irgendwelche Ersatzprodukte zu beschaffen, sondern einfach ins Geschäft zu gehen und mir irgendwas zu kaufen, woraus ich ein Essen machen kann. Ich habe lange, lange nicht mehr diese Fertigtütchen geholt, fix für sonst was. Schon davor nicht mehr, weil da halt auch Hefeextrakt als Geschmacksverstärker drin ist und so weiter. Aber jetzt im Moment, gut, pfeife ich erstmal da drauf und kaufe es mir. Ich hatte mir jetzt vor 2, 3 Tagen auch sowas geholt, Maggi Fix für Asia, Nudel, Dingeskirchen, ich weiß es nicht mehr, weil ich dachte, es wäre vegan, vegetarisch vegan. Hab es gekauft und habe auch schon alles vorbereitet und gemacht und getan. Ja, und bin kurz davor, die Tüte reinzuschütten und denke, Moment, ich lese zur Sicherheit nochmal hinten drauf und was war drin? Kabeljaupulver. Was bitte ist Kabeljaupulver? Warum werden Fische pulverisiert? Ist das nicht abartig irgendwie? Das ist doch irgendwie total krank, einen Fisch zu pulverisieren. Und man muss sich auch mal vorstellen, der Fisch wird ja wahrscheinlich nicht als Ganzes getrocknet und pulverisiert, sondern wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich sind es die Abfälle. Da werden sogar noch die dreckigsten Abfälle von den Fischen, bestimmt die Innereien und sonst was, wird getrocknet und pulverisiert, damit es ja nicht weggeschmissen wird. Das ist doch gestört. Und das kann doch nicht gesund sein. Kaviarpulver, ekelhaft. Habe ich dann natürlich nicht ins Essen reingemacht und dann versucht, selber irgendwas draus zu zaubern. Aber es ist, naja, ziemlich in die Hose gegangen. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich habe es irgendwie verlernt mit dem Kochen. Dann habe ich, genau, da kam eigentlich Schweinefleisch rein in dieses asiatische Nudelgericht. Ich habe dann dafür Tofu gebraten, Tofu in Schneiden geschritten, in Scheiben geschnitten, wie auch immer. Man soll es ja ziemlich lange anbraten, bis es so eine goldgelbe Farbe bekommt. Naja, und dann soll man es würzen. Man soll es sogar sehr intensiv würzen. Das habe ich nicht gemacht. Das waren bei mir einfach dann nur so harte Stäbchen, die nach Tofu geschmeckt haben. Das war ziemlich ekelhaft. Naja, heute hat dann meine Frau nochmal gekocht. Und sie hat etwas gefunden, was tatsächlich vegan ist, nämlich hier Magifix. Ich glaube, das ist Maggi oder Knorr. Ich weiß es nicht. Für Zwiebelrahmschnitzel. Es ist vegan. Ist natürlich zwar mit Hefeextrakt, aber was soll's. Dazu gab es dann natürlich kein echtes Schnitzel, sondern da hatten wir vom Netto, glaube ich, so, wie heißt es? Ja, so Schnitzel aus Soja, schön angebraten und mit dieser Soße. Wow! Echt super lecker. Natürlich mit Sojasahne gemacht. Hat original geschmeckt wie mit normaler süßer Sahne. Überhaupt gar kein Unterschied. Kann man echt klasse benutzen. Dadurch ist dieser relativ dominante Soja-Eigengeschmack sehr, sehr gut überdeckt worden. Dazu gab es Brokkoli und selbstgemachten Kartoffelbrei mit Soja-Reismilch, ne? Nicht mit Sojamilch, weil die kommt irgendwie geschmacklich doch noch durch, wenn sie heiß gemacht wird. Aber Soja-Reismilch ist wirklich optimal dafür geeignet. Der Kartoffelbrei hat geschmeckt wie ganz normal. Also das Essen war echt klasse und schnell und günstig. Ja, ansonsten gibt es im Moment nicht viel weiter zu berichten. Es läuft nach wie vor gut. Ja. Ich glaube, mein Abnehmen stagniert ein bisschen. Ich habe mich jetzt schon was länger nicht bewogen, aber ich verköstige mich im Moment wieder an allerlei Süßigkeiten. Pfefferminzschokolade, Chips, Nüsse, Erdnüsse und solche Sachen. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht irgendwie meine Fleischsucht, die ich früher hatte, da irgendwie kompensiere mit Süßigkeiten.
Naja, ansonsten, ciao.